Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Der Gegner hat auch einen neuen Trainer. Wir haben den Herbst, der nicht so zufriedenstellend war, wieder abgelegt, ad acta gelegt und sind mit einer neuen Taktik, mit einer neuen Einstellung ans Werk gegangen und haben uns alles abverlangt. Ich denke, wir haben gut dagegen gehalten, hätten das Spiel auch mit dem Führungstreffer eigentlich in die Pause bringen müssen, diese Führung, und dann wahrscheinlich auch gewonnen. So waren wir dann unaufmerksam, haben kurz vor der Pause den Ausgleich erhalten. Waren in der zweiten Spielhälfte dominanter, eigentlich auch überlegener. Hatten einmal Pech, aber auch dann wieder Glück, als uns Andi Luxi kurz vor Schluss vor dem Rückstand bewahrte. Also denke ich, in Summe bin ich eigentlich sehr zufrieden und das war in Ordnung so. Ja, wir waren sehr kompakt, wir haben kaum Torchancen zugelassen, da war ich sehr zufrieden. Offensiv müssen wir uns auch steigern. Aber das ist normal, in so einer langen Vorbereitung legt man in erster Linie den Wert auf die kompakte Defensive, auf eine kompakte Verteidigungsleistung der gesamten Mannschaft. Und im zweiten Schritt versucht man dann neue Muster, neue Ideen für das Offensivspiel zu kreieren. Und ich hoffe, wir haben diese Woche gut gearbeitet und man kann den Fortschritt dann am Samstag beim ersten Heimspiel in diesem Jahr sehen. Anspannung noch nicht, aber Vorfreude auf jeden Fall. Also das erste Heimspiel ist für einen Trainer immer etwas ganz Besonderes und deshalb freue ich mich sehr auf Samstag und hoffe natürlich auch, dass es den Zuschauern ähnlich geht und dass sie in großer Zahl zu uns in die Cashpoint Arena nach Altach kommen. Also mir gegenüber, auch wenn ich Gegner war, immer sehr, sehr fair, aber auch sehr, sehr emotional. Und das Publikum ist immer sehr hinter der Altacher Mannschaft gestanden. Und genau das wünsche ich mir natürlich jetzt auch am Samstag. Es erwartet uns ein schweres Spiel. Der Gegner hat auch große Ziele. Da ist kein Kampf gegen den Abstieg. Und genau da wird es auch ein Geduldsspiel werden. Und genau dann brauchen wir auch unsere tollen Fans, wo mir die Mannschaft und auch die anderen Trainer immer berichtet haben, wie toll diese Unterstützung hier in der Cashpoint Arena ist. Das wird auf keinen Fall geändert. Wir werden alles unternehmen, um das Spiel zu gewinnen, werden aber nicht blauäugig sein und dem Gegner viele Räume geben. Aber das Ziel ist ganz klar Sieg und auf diese drei Punkte sind wir auch programmiert.